Hallihallo und ganz herzlich willkommen aus der Baureihe 110. Wir fahren heute einen PBZ, das heißt also einen Zug, eine ziemlich besondere Zugkomposition. Wir haben hier unseren Lok, die Baureihe 110, Intercity-Wagen, Dostos, N-Wagen. Ja. Stehen hier gerade auf der Strecke Ruhr-Sieg Nord und stehen hier gerade, glaube ich, gerade in Finnentrop und fahren bis runter nach Hagen. Wir müssen den Zug erstmal aufrüsten. Dafür stehen wir jetzt einmal auch ganz kurz auf. Bewegen uns hier mal nach hinten. Schalten die BZB und die LZB ein. Die SIFA machen wir uns an. Die Führerraumheizung gerne auch an. Dann Signalbeleuchtung ist an. So. Dann setzen wir uns einmal. Fahrtrichtungswender. So, wir sind in der oberen Zugart. Wie können wir denn die Zugart wechseln? Gar nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Also muss das irgendwo hier irgendwo am Fahrtisch stehen. Wir wechseln einmal die Kameraansichten durch. Also das ist hier Leuchtmelder prüfen, Zugheizung. Können wir gerne ein bisschen anmachen. Machen wir gleich. Das ist die PZB, Führerstandsheizung. Stromabnehmer, Hauptschalter, hier schon mal nicht. Druckbremsventil ist gelöst. Bremsschlüssel können wir auch schon mal. Und die Zugbremse lösen. Wenden aber die direkte Bremse an. Wo ändere ich die Zugart? Das muss ja irgendwo hier zu machen sein. Wechselt er automatisch vielleicht, wenn ich die Bremsart ändere? Bin mal auf G, auch wenn das ja falsch ist. Gut, dann bleiben wir in der oberen Zugart. Okay. Fahrtrichtungswender nach vorne, Instrumentenbeleuchtung machen wir uns an, Spitzensignal auf reduziert, Lokführerpultbeleuchtung können wir uns gerne anmachen. Dann würde ich sagen, ein Blick nach vorne, ja, drei weiße Lichter und hinten, haben wir sogar noch einen Steuerwagen, jetzt haben wir rot. Was ich gar nicht erwähnt habe, das Szenario ist übrigens aus dem Creators Club von Tom Fresco. Zum Download in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall eine sehr schlechte Sicht. Dürfen ausfahren mit 50 und können uns befreien. Wir sollen uns angeblich hier auf sehr viel PZB-Action freuen können. Also wird hier gut was los sein.
würde gerne ein kleines bisschen höher sitzen, geht das? Nee. So, ab hier dann 100. Keine AFB. Wir rollen jetzt mal. Wir sehen auch hier. Jetzt geht auch hier Fahrmotorlüfter Ladegeräte an. Und Trafoschutz-E-Bremse. Ich glaube, die gehen an, wenn wir einfach nur rollen lassen. Meine ich. Wieso? Okay. Aber ich habe doch die Ziffer gedrückt. Komisch.
So, 70 sind erreicht. So, Fahrstufen sind abgelaufen. 400. Tunnel rein. Eieiei, fahren wir direkt in. Eieiei. Das waren jetzt gerade sehr interessante Lichtverhältnisse. Sehr schön. Oh, ein bisschen zu schnell. So, vorbei hier an. Ich habe es nicht erkennen können. Macht das einen Unterschied? Ist das dann heller im Führerstand? Bisschen, ne? Thank you.
wäre natürlich sehr schön, wenn die Verhältnisse hier noch ein bisschen aufklären würden. Laufende Fahrstufen, sehr schön. Das finde ich echt schön hiermit. Ah, sehr gut, dass das umgesetzt ist. Dass der Absperrhahn, wenn er tatsächlich abgeschaltet ist, dass das Makro auch nicht mehr klappt. Das sind die kleinen Details, die ich wirklich toll finde. Ja. Ah, da kommt jemand dagegen. Hallihallo. Uiuiui. Also das mit den Lichtverhältnissen im Tunnel ist ein bisschen schwierig im Nebel. Aber das liegt halt eben an der Mod, an der TOD 4 Mod. Das hat in diesem Sinne nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Ich glaube, das ist... Also wer jetzt Rosic Nord auf der Konsole spielen würde bei den Verhältnissen, der wird diesen Effekt nicht haben. Sondern nur die Leute, die die entsprechende PC-Mod haben. Also merke, besser nicht mit Nebel fahren. So, wir drücken Wasser. Halt zu erwarten. So, die 85 sind unterschritten. Da ist der Vorsignalwiederholer. Vielleicht sollten wir uns mal langsam stoppen. So, wir stehen vor einem roten Signal. Da ist es. Ja, das war's auch schon. So, aufpassen, dass wir jetzt nicht schneller als 25 werden, solange der 500 Hertz Leuchtmelder hier an ist. Der ist aus. Dafür sind wir aktuell eingeschränkt mit 45.
Hier links ist, glaube ich, der Gleisanschluss für das Kraftwerk, das man nicht mehr sehen kann im Nebel. Ja, jetzt wird es wieder etwas komisch von der Beleuchtung her. Ja. Ne, wird nicht besser. Aber wenn wir reinzoomen, wird es ein bisschen besser. Naja, dann leben wir jetzt erstmal damit. So, Ankündigung auf 70. Ah. Moment mal. Ach, natürlich. Wir hatten ja einen Halt zu erwarten. Das habe ich nicht ganz mehr bedacht. Gut, dass es Sicherungssysteme gibt. So, Hauptluftleitung. Wird gefüllt. Sehr schön. Wunderschöne Lok. Kann man nicht anders sagen, ne? Einfach formschön. Einfach herrlich. Altbau-Loks. Also. Beautiful. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir unterteilen dieses Video in zwei Teile. Ausnahmsweise mal. Von daher werde ich irgendwann den zweiten Teil noch nachliefern. Bedanke mich bis hierher aber auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe.